Hi, hier ist Antonis von der Product Innovation Lounge und ich möchte euch heute ganz kurz zeigen, wie man in SubD Modeling, in Alias Concept, Surface oder eben Automotive sehen kann, wie man sein Modell aufgebaut hat. Sprich, sind es einfach nur Kanten im Modell, sind es harte Kanten, die quasi detached sind, oder handelt es sich um Crease-Kanten? Und das geht eigentlich relativ einfach. Schauen wir es uns schnell an. Ihr seht hier mein Fahrzeugmodell. Das Design ist übrigens von meinem Kollegen und Freund Lukas Haag. Und genau, ich habe es jetzt mal im Shading. Wenn ich das Wireframe einblende, dann seht ihr eben, dass es hier in der Liniendarstellung quasi keinen Unterschied gibt. Sprich, ob die, ich nenne es jetzt einfach mal Spans, mitten über die Fläche laufen oder das quasi nur Positional Kanten sind, hier an der Radsichel, oder ich habe jetzt mal eine Crease-Kante hinten eingebaut. Man sieht den Unterschied nicht. Das ist etwas anders als in Maya, wo das auch in dem gesmoothten Zustand darstellbar ist. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit in Alias. Wenn ihr da mehr wisst als ich, dann gerne kommentieren, dann baue ich das auch noch hier ein und aktualisiere das. Aber mir ist es soweit jetzt noch nicht bekannt, dass das in der Smooth-Darstellung möglich ist. Aber es wird dargestellt im Box-Mode. Sprich, wenn ihr also euer Modell bewerten wollt, beziehungsweise wissen wollt, wo habt ihr Flächenbrüche, beziehungsweise wo liegen zwei Kanten übereinander, das ist es ja letztendlich, oder wo habe ich eine Crease-Kante, dann seht ihr das im Box-Mode. Den müsst ihr also aktivieren. Das seht ihr natürlich auch nicht, wenn ihr dann hier den Wireframe deaktiviert. Darüber hinaus könnt ihr das aber auch zumindest teilweise einstellen. Das zeige ich euch gerne. Und zwar geht ihr unter Object Display hier auf Draw Style und am besten hier hinten auf die Box klicken. Dann gibt es nämlich hier eine lange Möglichkeit. Ich empfehle sowieso eigentlich da ab und zu mal drüber zu gucken, ob es vielleicht Sinn macht, für den Workflow hier Einstellungen vorzunehmen. Und es gibt hier die Möglichkeit, auch für Subdivision eben Sachen einzustellen. Leider eben nicht für Subdivision Surface. Hier würde ich mir wünschen, dass es eine Unterteilung gibt. Boundary Edges und normale Boundaries quasi. Da kann man es nicht wählen. Aber im Subdivision Control Cage, was ja letztendlich hier dieser Box-Mode ist, kann man diese Kanten einstellen. Und wir gehen mal nochmal ins Heck. Da sieht man nämlich die Veränderung etwas besser. So, also ihr seht jetzt hier, wenn ich zum Beispiel die Crease Edge auf Single klicke, dann sieht man die jetzt gar nicht mehr. Die ist standardmäßig auf Quad eingestellt und die Boundary Edges sind auf Double. Daher sieht man quasi hier auch einen Hierarchieunterschied. Da könnte man natürlich auch sagen, zur besseren Darstellung kann man das Ganze, oder wenn man nur mit Boundary Edges arbeitet und nicht mit Creases, kann man die eben nochmal deutlich hervorheben. Dann ist es nämlich nochmal leichter zu sehen. Und das war eigentlich schon die ganze Magie hinter der Sache. Also das macht definitiv Sinn. Manchmal weiß man nicht, was los ist oder wo diese Kanten sind. Oder ich finde auch grundsätzlich ist es auch nochmal ein schöner Darstellungsstil. Genau, das könnt ihr hier einstellen und nicht vergessen, eben in den Box-Mode zu gehen. Das war's auch schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kommentiert das Video gerne. Liked unseren Kanal bzw. abonniert ihn, um weiterhin Videos und Tutorials von uns zu sehen. Bis dahin, macht's gut!